Hunwalds Vater war hier, um sich zu erholen. Vielleicht hat ihn jemand gehen sehen. Weißt du, wo euer Aldermann gerade ist? Ich weiß so einiges. Aber lass uns woanders reden. Folge mir. Das dürfte reichen. Sag mir, was du weißt. Oh, ich weiß sehr viel über unseren Aldermann. Was er gerne isst, wann seine Schlafgewänder gewechselt werden, wie sehr er es hasst, mit Blutegeln behandelt zu werden. Sowas weiß ich. Auch wo er abgeblieben ist. Ach, wo? Ich habe keinen blassen Schimmer. Das wolltest du wissen? Vergiss es. Bist du die oberste Schwester? Ja, und es gefällt mir nicht, dass du mit Waffen herumfuchtelst. Wir sind hier im Hospitium, nicht auf dem Schlachtfeld. Schlimm genug, dass mir diese bewaffneten Schamkapseln hier nachstellen. Jetzt auch noch du. Dir und den anderen wird nichts geschehen. Ich will nur euren Aldermann finden. Wenn ich irgendetwas sage, riskiere ich meinen Kopf. Und wenn der rollt, folgen mir diese armen, kranken Menschen ins Grab. Der Aldermann würde zustimmen. Je schneller ich ihn finde, desto eher verschwinden diese lungernden Wachen aus dem Hospitium. Wie gut das wäre. Er kam in schlechtem Zustand an und wir konnten ihm kaum Linderung verschaffen. Dann tauchten plötzlich Wachen auf und brachten ihn weg, ohne mich anzuhören. Ich hörte sie über ein Badehaus reden. Es gibt aber in Lincolne kein intaktes Badehaus. Vielleicht meinten sie die alten Ruinen südlich von hier, bei der östlichen Mauer. Die Ruinen südlich von hier. Ich werde mich umsehen. Danke. Ich bete, dass du ihn findest. Er braucht dringend Hilfe. Skep imis. Unsere Tunnel lassen soll, wenn du mich fragst. Haben wir denn eine Wahl?
gesehen werde, gibt es Ärger. Das sind tiefe Tunnel. Ist der Aldermann in ein Versteck unter den Straßen von Lincoln geflohen? Auf unseren Wegen tummeln sich überall Mercer. Man kann nicht mal zu spielen, ohne um einen gottlosen Handel gebeten zu werden. Der viele Verkehr macht das Schmuggeln wirklich schwierig. Schmuggeln wird immer schwierig sein. Trotzdem besser als Tribut zu zahlen. Ich werde mich der mercischen Krone nie wieder beugen. Hier wurde gekämpft. Aber um was? Ein Kampf zwischen Edellingen und Räubern. Die Räuber sind dabei nicht gut weggekommen. Ein edles Gewand mit dem Bild eines Schwans. Hier muss der Aldermann entlang gekommen sein.
kenne eine Tür, die sich über diesen Schlüssel freut. Ein sächsischer Edelmann hat Räuber dafür bezahlt, durch diesen Tunnel zur Bolingbrook-Feste schleichen zu können. Die mercischen Edelinge haben einen Pakt mit Räubern geschlossen. Sie haben Wegezoll für diese Höhlen bezahlt. Als es soweit war, haben die Räuber die Edelinge überfallen. Aber es lief wohl nicht nach Plan. Im Kampf verlor der Aldermann sein Gewand. Aber er entkam und lief Richtung Bolingbrook-Feste. Das ist meine beste Fährte. Hä? Ah, frische Luft. Zeig es mir. Ja! Dieser Ort wird gut bewacht. Zur Hölle! Ich glaube nicht, dass du durchkommst!
kommen! Schaffen wir uns! Ich bin auf der richtigen Spur. Die Feste wird gut bewacht. Ich kümmere mich doch! Zu mir! Hier! Frei sein! Mein Herr, du hast dich als wahrer König gezeigt. Geboren in einer Zeit der Wölfe, du hast die Ruhe wohl verdient. Danke. Gut, mein Herr. Alles ist vorbereitet. Sollen wir mit dem Waschen beginnen? Ha! Wer da? Sei willkommen. Bist du hier, um deinem Herren Aldermann Tribut zu zollen? Die Zeiten der angeregten Unterhaltung sind schon länger vorbei. Und doch leistet er mir noch Gesellschaft. Ich soll ihn waschen und seine sterbliche Hülle vorbereiten. Wer hat das befohlen? Soldaten. Sie brachten ihn her unter seinem leisen Protest. Ich tat mein Bestes, es ihm angenehm zu machen, aber dann schwand er dahin. Warum wurde der Tod des Aldermanns vertuscht? Die Menschen von Lincolnshire sollten das wissen, allen voran Hunwald. Als die Wachen ihn in meine Obhut gaben, sollte ich das geheim halten, bis zu einer verabredeten Zeit. Als ich fragte, wer dies veranlasst habe, schlugen sie mich. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Ich habe alles gesehen, aber Hunwald braucht einen Beweis.
Natürlich. Du darfst gerne seine Sachen durchsuchen. Ich bin nur nicht sicher, was sich am besten dafür eignen könnte. Ich finde etwas. Ein Puder aus getrockneten Beeren und Kräutern. Die Zeit zwischen seinem Ableben und seiner Beerdigung ist länger als gewöhnlich. Mein Lord muss ansehnlich bleiben für die Zeremonien. Eine Kiste mit muffigen Kleidern. Und eine Brosche mit einem Wappen. Das Haus des stürmischen Schwans. Das sollte reichen. Ich bringe diese Brosche zu Hunwald nach Lincoln zurück. Ich hoffe, er kann diese Neuigkeiten ertragen. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich frage auch nicht. Ja, das dachte ich auch. Beunruhigend. Eivor, wie steht es? Dein Vater ist tot. Bitte, was? Das Siegel von Hundbjörns Haus. Es lag bei seiner Leiche. Nein! Nein, das kann nicht sein! Er war stark. Eine Säule von Lincoln ist hier. Er kann nicht tot sein. Armer Junge, es tut mir so leid. Ich bin ein Mann, Acha. Hörst du, ich bin ein Mann und meines Vaters Sohn. Vergiss das nicht. Ganz ruhig, Hunwald. Du bist jetzt das Oberhaupt deines Hauses. Ein weiterer Schwan erhebt sich in die Lüfte. Und ich bleibe letzter meiner schwindenden Linie. Es tut mir leid, Hunwald. Ich hatte bereits einen Priester für die letzte Ölung bestellt, als dein Vater verschwand. Was? Ich habe es dir nicht eher gesagt, weil ich gehofft hatte, dass er durch ein Wunder überlebt. Du hast gelogen! Du dummes, weinerliches Mondkalb! Wirst du nie erwachsen? Der Herr erbarme sich dieser Frau. Sie hätte etwas sagen sollen. Das wäre ihre Pflicht gewesen. Hunwald war der Sohn eines Aldermannes. Wird er den Platz seines Vaters einnehmen? Der Titel ist nicht erblich, aber er kann seinen Fall vor dem Schiergemot vortragen. König Chiolwulf muss die Entscheidung absegnen. Was genau ist das, dieses Schiergemot? Es ist eine Ratsversammlung der Lords. Wir treffen uns, um den Kurs der Schiers zu bestimmen. Ich wollte schon länger eine Versammlung einberufen. Aber inmitten all der Probleme in Lincoln und den Überfällen der Räuber sind wir bequem geworden. Wir haben einen ähnlichen Brauch, das Ting. Eine Versammlung des Volkes. Bei all den Gemeinsamkeiten meint man, es müsste Frieden zwischen unseren Völkern herrschen. Vielleicht ist nun die Zeit dafür. Wer wird sich außer Hunwald noch als Aldermann zur Wahl stellen? Wenn ich so direkt sein darf, würde ich meine Wenigkeit vorschlagen. Unter meiner Obhut ist der Schier in der letzten Zeit zur Ruhe gekommen. Ich biete mich auch an.
Meine Familie ist schon lange mit diesem Land verbunden. Und ich behaupte, dass mich eine gute Freundschaft mit den Dänen im Norden verbindet. Gut. Meine Priester werden die Versammlung im Schier kundtun. In wenigen Tagen wird sie stattfinden. Besuch doch mal mein Anwesen, Eivor. Ich habe etwas für dich, das dir gefallen dürfte. Das werde ich tun. Eivor, auf ein Wort, wenn du gestattest. Ein christliches oder ein heidnisches? Mein Verhalten bei unserer ersten Begegnung tut mir aufrichtig leid. Ich behandelte dich nicht, wie Gott es befiehlt, mit Nächstenliebe und Güte. Nächstenliebe ist schwer zu befehlen. Mag sein. Hab jedenfalls Dank, dass du dieses Geheimnis gelüftet hast. Ich hoffe, du wirst bei der Versammlung dabei sein. Und Björns Tod ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich muss Hunwald finden, bevor sie erneut zuschlagen. Ach, er wird ihn trösten wollen. Ich sollte ihr folgen.